Wie ist die politische Lage? Wie trifft man Entscheidungen? Wie kann man in einer Risikomoderne noch dafür sorgen, dass Politik sich auch weiterentwickelt? Der Master of Public Policy ist ein Studium, was am Ende ja Lotsen geradezu ausbildet, um in Zeiten großer Orientierungssehnsucht entscheidungsbereit zu bleiben. Das Wichtigste ist Gestaltungswissen, dass ich weiß, wie Politik funktioniert und wie ich mit politischen Herausforderungen umgehen kann. Und was ist heute nicht Politik? Alles ist Politik. Jede Entscheidung an jedem Arbeitsplatz hat einen politischen Hintergrund. Der Master of Public Policy hat drei große Stärken. Das sind Praxisrelevanz, Professionalität und Machbarkeit. Wir besprechen Fragen rund um Politikberatung, strategische Entscheidungsfindung, Öffentlichkeit und politische Kommunikation sowie Fragen nach politischer Rationalität, Willensbildung und politischer Beteiligung. Außerdem ist der Studiengang ein vollständig akkreditierter Master, den Sie als Weiterbildung bequem neben dem Vollzeitjob studieren können. In den Seminaren wird mit Fallstudien gearbeitet, dass die dazu aktuelle Themen mit einfließen zu lassen. Wir können dann alles anschaulich und praxisnah vermitteln. Ein ganz besonderes Highlight in dem Master sind unsere Praxistage. In jedem Semester gibt es einen Praxistag, an dem dann beispielsweise ein Medientraining stattfindet oder ein Verhandlungstraining oder ein anderer Workshop, der Praxiskompetenzen vermittelt, die Sie im Berufsalltag direkt anwenden können. Es gibt im Master insgesamt 4 Module. In jedem Semester ist eines davon zu belegen, sodass am Ende dann 2 Jahre berufsbegleitendes Studium stehen. Es gibt verschiedene Formen der Präsenzlehre. Wir beginnen mit einer Blockwoche von Montag bis Freitag, wo wir sehr intensiv mit den Studierenden arbeiten und auch ein Praxistag eingebunden ist. Und es gibt noch 2 weitere Seminartermine, die sind dann freitags und samstags. Insgesamt kommen wir so dann auf 9 Studientage pro Semester. Die Studierenden bereiten sich mit Hilfe ausgewählter Fachliteratur auf die Präsenzveranstaltungen vor. Eventuell kommen noch kleinere Arbeitsaufträge hinzu, die sich dann mit aktuellen Themen befassen, damit man in den Veranstaltungen gut vorbereitet ist. Es gibt keine schriftlichen Hausarbeiten, damit das Studium für Berufstätige auch machbar bleibt. Die Gruppen sind in den Präsenzveranstaltungen nicht größer als 15 Personen. Es ist sehr spannend zu sehen, wie sich dort Vertreter aus verschiedenen Berufen miteinander in Verbindung setzen, wie sie ihr eigenes Wissen und ihre Erfahrungen mit einbringen. Das hat auch schon dazu geführt, dass es neue Vernetzungen unter den Studierenden gibt. Der Master of Public Policy löst das ein, was wir mit lebenslangem Lernen auch immer vorhaben. In einer Bildungsrepublik ist es umso wichtiger, auch politisches Wissen weiterzutragen, um handlungsfähig zu bleiben. Der Master of Public Policy hält einen fit, um entscheidungsbereit zu bleiben.